Willkommen zurück bei Let's Play Herr der Ringe Online mit dem Stromski als Alina. Genau. Und dem Dodaka. Und mir dem Dodaka, genau. Und wir sind ja auf dem Weg nach Esteldin wieder zurück zu Halbarad, um ihm zu sagen, nee, die hat jetzt doch keinen Bock, die Nelly. Halbarad. Halbarad? Was habe ich gesagt? Halbarad, ja. Nee, Halbarad heißt er. Der Hellbare. Ja, aber nicht so gut. Hellbart. Häng dich schon wieder ab, merke ich. Ja, also dieser Buff, den du hast, den finde ich nicht so gut. Ja. Den habe ich noch 5-mal. Und der wirkt schon lange. Das ist echt schön. Also diese Hobbit-Geschenke sollte man wirklich regelmäßig aufmachen. Ich mache ja quasi fast nur auf, wenn ich muss das Let's Play machen. Ja. Man muss ja immer einloggen und so weiter. Das dauert immer so ewig. Im Launcher. Und ja. Aber es ist echt nette Sachen drin. Auch mit dem hier Horn der Zusammenkunft, wo ich dich zu mir rufen kann. Das genau. Ist auch sehr praktisch. Und als VIPler bekommt man ja nochmal wesentlich bessere Sachen sogar. Aber das bin ich zurzeit nicht. Ja, dafür spiele ich es momentan auch zu selten. Also, ja, lohnt sich dann auch nicht. Nee. Wir machen es übrigens immer noch mit dem Quest, dass wir den Quest-Helper nicht benutzen, sondern quasi aus dem Quest-Text heraus lesen müssen, wo wir denn hin müssen. Ja, das haben wir beim letzten Mal gar nicht gemacht, ne? Daraus lesen, wo wir hin müssen, weil wir es... Ja, steht ja einfach in Esteldin und dann, ja. Ja gut, bei Halbarad ja, aber ich meinte jetzt bei der Nelly. Also, du scheinst nicht gewusst zu haben, wo die war. Ich wusste es halt noch. Nö, aber der hieß ja ein Schragen. Das heißt, wir mussten das schragen, das war klar. Ja, gut, das war klar. Ja. Damit ist doch eigentlich alles gesagt. Die ganzen Ruinen hier. Minas Vrun. Minas Morgul. Hä? Moment, was macht das denn hier? Wir stehen immer noch um den Stein herum. Das Relikt. Sind besessen von ihm. Von es. Hier. Da stehen da drum rum und singen. Knock, knock. Ida, knock, knock. Atomi, topetiti, inutna, etoa. Falls du das kennst. Kennst du das? Nee. Star Wars Episode 6. Achso, haben die Dingens das gesungen? Die E-Books? Ja. Die E-Books. Also theoretisch, ich hab's. Bei der Original-Kino-Fassung haben sie das noch gesungen. Später wurde das dann irgendwie ersetzt durch andere Musik. Okay. Die Szene wurde ja auch komplett neu gemacht, in der Art, dass halt dann du gesehen hast, dass das wirklich in der ganzen Galaxie gefeiert wurde. Ah, okay. Oh, neblig hier. Am besten sind aber immer noch die aus Spaceballs, die dann ding, ding. Ding, 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 ding. Die sind viel cooler. Spaceballs ist sowieso ein richtig guter Film. Also hier die Verarschung von Star Wars. Ja, ja. Richtiger Film. Wer es nicht gesehen hat, guckt es euch an. Laut Helmchen, trinken Sie schon wieder Kaffee? Nein. Bestens so eh. Ich bin nur von Arschlöchern umgeben. Ja, und? Was war jetzt falsch an der Aussage? Also, da ich nur mit dir hier umgeben bin, gar nichts. Oh, da ist eine Mühle. Hab ich die Windmühle schon mal gesehen? Ich bin schon da. Boah. Ich kann ja schon mal anfangen vorzulesen, während du dann noch... Kannst du auch machen. Das ist halt bei deinen Füßen so. So ein kleiner Pony. Hat ja auch kleine Beine. Kurze Beine. Richtig. Da dauert es mal was länger, ne? Und muss dann noch so einen fetten Hobbit tragen. Aber bei den Füßen. Und aufpassen, dass man nicht ohnmächtig wird. Guck mal, wo du deine Füße hast. Die sind relativ nah am Kopf, ne? Nee. Uiuiui. Na ja, gut.
Buch 3, Kapitel 6, Teil 1 von 3. Aufruf an die Menschen. Gut, ihr seid wieder zurück. Es überrascht mich nicht, dass Nelly sich weigert, zum Rat zu kommen. Aber das ist jetzt nicht von Bedeutung. Ich habe erfahren, dass eine große Streitmacht von Orks auf Schragen marschiert. Die Menschen dort sind ein starkes Volk, aber ich fürchte, sie haben gegen die Orks in ihren Anführer keine Chance. Wir müssen ihnen helfen. Sie wollen uns nicht helfen, aber trotzdem will er ihnen helfen? Hallo? Ja, vielleicht um sie dann doch noch dazu zu kriegen. Lebt der hinterm Mond? Oh, ich... Hallo? Hab einen Level up. Achso. Gratulation. 300 Schicksalspunkte erhalten. Wie kann ich euch zu Diensten... Wofür müssen wir ihnen helfen? Jetzt beenden. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Schicksalspunkte? Oder vergessen, wofür die waren. Schicksalspunkte, ja, die waren hier, da kannst du auch nochmal Zeug kaufen. Warte, wo war das denn? Und die Schicksalsanzeige nochmal. Achso, hier im Geldbeutel kannst du Vorteile. Mach mal den Geldbeutel auf. Ja, hab ich. Und dann unten links Vorteile. Nee, Worte. Ja. Pforte. Achso, das ist ein abgekürztes Vorteil. Ja. Ah, achso. Ach, gibt's hier eigentlich Reitgeschwindigkeit? Nee, nur Laufgeschwindigkeit. Aber hier. Da könnte man sich noch einiges... Doppelt die Erfahrungspunkte. Das könntest du dir holen. Ich verstehe gar nicht, für wie lange. Doch. Wo steht das? Warte, wo bist du? Bei welchem jetzt? Bonus Schaden? Nee. Einfach ganz oben, beschleunigte Erfahrung. Ach, ganz oben. Nee, die werden einfach hinzugefügt. Also es ist dann, gewährt euch entsprechend eurer Stufe verbesserte EP und verdoppelt damit die Erfahrungspunkte. Also die verdoppelt deine jetzigen Erfahrungspunkte. Nee. Hä? Willkommen. Vielleicht hat er 20 Level höher. Nach dem Kauf werden die verbesserten EP durch einen hellblauen Abschnitt auf der EP-Leiste dargestellt. Ja doch. Das, aber steht nicht viel. Ja, dann nutzt doch einfach mal. Also ich mach das jetzt mal. Ich will jetzt keine Punkte verschwenden hier. Ich hab das jetzt mal gemacht. Aber ich hab 4600 Punkte. Ich hab jetzt dadurch 8393 EP erworbener Bonus. Und ja. Wie viel hast du dazu bekommen? Ja, sag ich doch gerade. 8000 dazu bekommen. 8393 EP. Ist jetzt quasi diese hellblaue Leiste dann wieder. Wie viele Schicksalspunkte hast du insgesamt? Ich? 6150 jetzt nur noch. 6000? Ja. 4600, warum hast du so viel? Das ist es nicht, Account-Server gebunden, meine ich? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so. Hier gibt's auch, 1,5 Stunden, 25% mehr EP. Ja, gibt's auch. Interessant, hier reinzugucken, wie so richtig gemacht. Schmützel, boah, Heldentum. Ganz schön teuer alles, 8000, ey. Entfernt den momentanen Malus für Niederlagen in Schmützel. Habe ich auch gesehen. 8000. Also normalerweise nutzt man die Schicksalspunkte für Monsterspiel. Da musst du aber noch bis zum nächsten Update warten, wenn ich mich nicht täusche. Weil dann gibt's auch die Möglichkeit für kostenlose und Premium-Spieler ins Monsterspiel reinzukommen. Ich weiß allerdings nicht mehr, wie es. Ich habe nur gelesen, dass man dann die Möglichkeit hat wohl. Ja. Und das kommt ja am... Oder nein, ist das gekommen oder kommt das noch? Warte mal. Wir haben... Jetzt muss ich gerade mal rechnen. Weil wir es natürlich voraufnehmen, ist ja bekannt, ne? Also wir haben für alle, die wissen wollen, wann wir das jetzt aufgenommen haben. Wir sollten so den 17. 18. haben. Ist das so? Ja, dann ist das Update schon draußen. Also es kommt, das Update ist gekommen am 14.04. Also vor ein paar Tagen. Genau. Und da kann ich dann zum Beispiel von überall, als VIP kann ich dann von überall meine Post lesen und so Geschichten. Aha. Ja. Und es, der, das,
Inventar ist neu gemacht und ähnliche Sachen. Ja, da kommt noch ein bisschen was. Genau, und auch hier die Nordhöhen, wo wir jetzt gerade sind, die sind auch neu. Ach ja, richtig, davon hat es ja schon erzählt, dass da einige genau. Quests dann neu sein werden und sowas. Hm? Ja, da wird das... Bin ich sehr gespannt. Ja, ich auch. Ich habe noch immer noch nicht in die Beta reingucken können, weil es gibt halt gerade keinen Client. Das ist das Problem. Und das heißt, wenn ihr die nächste Folge wieder reinschaut, dann werdet ihr sehen, was in den Nordhöhen jetzt anders ist. Nee, in der übernächsten. In der übernächsten? Ja, in der übernächsten. In der nächsten? Das ist jetzt, die wir aufnehmen. Nein, das ist jetzt erst die dritte von vier. Willst du wirklich vier aufnehmen heute? Drei reicht. Ja, müssen wir ja. Müssen wir ja, sonst wird das so knapp am Ende. Sonst komme ich aus der Woche zurück und muss quasi direkt schon wieder aufnehmen. Ja, so richtig. Dodeka macht mich mal wieder Urlaub, wie immer. Ja, Urlaub vor allem. Übrigens ein cooles Schild, finde ich. So, soll ich mal hier mal die Verteidigung von Schragen noch machen? Ja, lest mal vor. Die Orks, die uns früher angegriffen haben, gehörten dem Stamm der Tarkrib an. Der unstillbare Blutdurst dieses Stammes sorgt normalerweise dafür, dass sie sich ohne viel Gedanken einfach in den Kampf stürzen. Die Orks, die jetzt auf Schragen marschieren, scheinen dem wesentlich mächtigeren Stamm der Ongbirds anzugehören. Diese Krieger sind stärker und sehr viel besser ausgebildet. Die Leute in der Stadt werden nicht in der Lage sein, sie aufzuhalten. Ich würde ihnen ja einen Teil meiner Männer zur Hilfe schicken, aber meine Leute müssen sich derzeit um die Vorgänge im Osten kümmern. Wir beide könnten es jedoch noch rechtzeitig schaffen. Ihr habt schon viel für uns getan, aber ich bitte euch noch einmal um eure Hilfe in diesem Kampf. Stellt so viele Krieger wie möglich zusammen und kehrt dann zu mir zurück. Aber beeilt euch, Schragen bleibt nicht mehr viel Zeit. Es wird empfohlen, diese Instanz in eine Gefährtengruppe zu bestreiten, wenn ihr euch entscheiden solltet, die aus dieser Solo zu machen oder in einer kleinen Gefährtengruppe, dann gibt es Inspiration. Ja. So. Gut, machen wir doch. Jetzt hier die Folge und danach machen wir in der nächsten Folge diese Instanz. Aber wir haben dann noch, wir sind erst bei 12 Minuten. Dann wird sie was kürzer. Nehmen wir das. Aber dann wird sie lang. Dann wird sie verdammt lang. Ja, oder wir gucken jetzt nochmal draußen, ob wir nicht durch die Walachei. Wir haben hier noch, warte mal, wir haben hier noch ein bisschen was. Bringt Minchams Bericht zu Derwun. Gucken wir doch gerade mal. Wir können ja gerade mal gucken, was wir noch so an Aufgaben haben. Müde. Also die Enträtselung. Mein Cappuccino ist auch schon wieder leer. Derwun wartet in Esteldin auf eure Rückkehr. Also den muss es ja auch noch irgendwo geben. Steht er nicht hier? Hier steht er doch. Guck mal. Zu dem müssen wir noch. Was benötigt ihr? Die Enträtselung der schwarzen Sprache. Wir müssen einen Plan ersinnen und schnell zuschlagen. Wenn es Uruk-Anführer unter den Orks gibt, müssen wir sie finden und töten, bevor sie die Nordhöhen besetzen können. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich werde zusehen, dass Halbarad davon in Kenntnis gesetzt wird, was wir erfahren haben. Dudaka und Alina, habt Dank für eure Hilfe. Nehmt dies bitte als Belohnung für eure Bemühungen. Hey. Ah, doch, den Umhang kann ich nutzen. Na, wobei, der hat Krafthöchstwert. Na, ich guck mal. Nee, ich brauch beides nicht. Wenn wir wieder Ruf bekommen bei den Waldläufern. War jetzt immer da bisher. Ruf und sowas haben wir uns auch noch gar nicht gekümmert. Du musst Hälfte ja auch nicht jetzt. Groß. Aber ich find sowas mal interessant. Musik beim Hintergrund. Soll ich den Umhang anziehen oder nicht? Ich behalte ihn erstmal. Also ich ziehe ihn jetzt erstmal nicht an. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ob ich den anziehen soll. Ich packe ihn mal hier oben hin und speichere mir den. Aber ich kann jetzt hier schöne Sachen anziehen. Glaube der Nachtigall, erschaffen von Heilobat. Ah, die kannst du jetzt anziehen, sehr schön. Ja. Aber mir fehlt nicht mehr viel an Erfahrung. Mir fehlen noch 2685 EP. Okay. Warte mal, wir können Hose, ja gerade mal schnell. Die ist sehr schön. Ist leg die? Du mal, leg du ruhig das Zeug an. Ich geh mal kurz was farmen. Du willst jetzt nicht EP farmen. Nee, ich bring zwei Orks um und dann dürfte ich das ja schon haben. Ja, ist doch wurscht. Lass lieber weitermachen. Mensch. Aber dann habe ich eine neue Fertigkeit für den Kampf gleich.
Mimi. Ich finde dieses Ding so geil. Die Muppet Show läuft übrigens auf dem Disney Channel zurzeit. Ich meine 8 Uhr sonntags oder sowas. Welchen Tag schon? Abends. Achso. 8 Uhr abends. Falls der speziell die ja, sogar eher noch die Generation vor uns ansprechen soll, ne? Ja. Also unsere alten Herren. Haha. Ist ja aber irgendein Sinn, dass wir jetzt hier geritten sind? Ja. Nein. Doch? Nein. Doch? Nein. Hat jetzt nicht so viel gebracht, oder? An DP? Irgendwie nicht so. Nulpe. Schreckenzwerg, der kann aber was. Ist dein neues Lieblingswort, kann das sein? Hab ich vom Gnomen, glaube ich, geklaut. So, so, macht er sich fremde Wörter zu eigen. Verstehe. Ja. Wenn sie es anbietet. Die Wörter cool sind. Ne, Nulpe finde ich gut. Passt auch zu dir auch. Ich hier einen Kollaps, der sich ganz halt dreht. Wie? Sind noch nicht schlecht? Och, Günther. Muss das Sinn? Der Regen hier sieht ja lustig aus. Der fällt gar nicht auf den Boden, sondern der prasselt davor schon auf. Ja, stimmt. Ist hier dann trocken? Nee. Ups. Mist. Wollte ich gar nicht. Zurück. So. Hier landet er wieder im Boden. Ja, hier jetzt, genau. Könntest du mal ein bisschen hinmachen? Hallo? Wir hätten doch einfach unsere Quests machen können. Und? Hier rumzugeiern. Du hast ja nichts gesagt, du warst ja noch am Equipment anlegen. Das hat 2 Sekunden gedauert. Na. Ups, war ein bisschen mehr als 2 Sekunden. Nee. So. 1 oder 2 noch von den Viechern. So. Und der letzte. Was? Schon wieder K.O. Das war irgendwie blöd. So. Und jetzt wollen die mich verarschen. 53 EP. Lass mich raten, du schreibst gerade irgendwo hin, Dodaka ist doof. Und nee, aber ich glaube, dass das nicht unheimlich spannend für die Zuschauer ist. Und für mich auch nicht. Wieso nicht? Ich find's spannend. Guck, uns hat was gebracht. Aber neue Fertigkeit habe ich trotzdem nicht. Weg den Arsch. Erst das Maul groß aufreißen wegen neuer Fertigkeiten, dann. Ich dachte, da gibt's wieder was bei dem Level. Wieso bewegt denn der sich jetzt nicht? Kann er den Hügel nicht hochreiten?
Dann können wir aber jetzt die Folge schon beenden und bei halber Rad dann wieder anfangen. Könnte man tun, wenn die Leute nicht schon längst abgeschaltet haben. Das war doch mega spannend. Ich hätte drauf gehen können. Wenn ich das Equipment abgelegt hätte. Wäre hier Friendly Fire an, dann hättest du durchaus drauf gehen können. Hä? Nee, wir müssen mal Diablo 1 zusammenspielen. Das wird ein Spaß. Nee? Der, wie heißt der gleich? Larutan geht doch immer drauf. Oder nicht? Nö. Doch, der Larutan läuft dir doch immer in deine Pfeile rein. Nein. Sondern? Gorak stimmt immer durch Larutan. Das sagst du jetzt. Ja, natürlich, weil der Larutan immer die fetten Zauber macht. Ich schieß ja nur Pfeile. Naja. Huch, keiner da? Doch, jetzt. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns. Dreimal schwarzer Kater. Endet die Folge. Und. Bumm.